ein bisschen mehr kann immer nicht schaden. Jetzt fahren wir den Wagen erstmal wieder auf den Kuhstall, noch eine Runde warm, dass sich da vielleicht ein Kraftschutzsystem verteilt. Wollen wir sehen, ob er mehr oder weniger macht. Da bin ich echt gespannt. Für mich ist das ein ganz großer Spielplatz hier. Merke ich. Und seitdem mache ich jede dritte Tankfüllung immer passende Messbecher in den Tank dazu. Das ist dann gleichzeitig so ein Zusatz. Kann ich schaffen. Jetzt haben wir es vereinbart. Jetzt fahren wir den Wagen erstmal wieder auf den Kuhstall, noch eine Runde warm, dass sich das vielleicht ins Kraftschutzsystem verteilt. Überziehen könnte man immer ein bisschen schütteln, aber das wird schon funktionieren. Gut. Ich bin immer gespannt, ob wir die 116 nicht verknacken. Mit dem Zusatz. Ich gucke jetzt gerade, ob hinten raus ein bisschen Nebel oder sowas, aber das sieht alles ganz gut aus. Ich brauche ein besseres Gefühl gerade. Ich weiß nicht, ob ich so jetzt, ob mir das jetzt so vorkommt. Lass mal nochmal abtouren, dann fahren wir einfach mal eine Messe. Wollen wir sehen, ob er mehr oder weniger macht. Da bin ich echt gespannt. Bis dieser Reiniger wirkt und bis der Zusatz natürlich auch durch die ganzen Sachen durch sind. Genau. Das funktioniert ja jetzt nicht nach ungefähr 1 Kilometer fahren. Wäre natürlich interessant, sowas mal auf einer Langzeitstudie oder besser gesagt mit einem Reservekanister wirklich nur 5 Liter Kraftstoff, zack, raus, da rein, um zu gucken, ob man sich irgendwas verbessert oder sonstiges. Das ist interessant jetzt auf jeden Fall. Müssen wir warten, bis der Prüfstand steht und unsere grüne Lampe angeht. So, jetzt können wir die Messung starten. Erste, zweite. Für mich ist das ein ganz großer Spielplatz hier. Merke ich schon, das weiß ich auch von den Videos. Ich mache schon wirklich viel damit. Dann wollen wir mal gucken, ob er sich wieder so schwer tut. Gänge, der vierte Gang ist sehr lang übersetzt. Was wir gleich mal machen, Interesse halber für mich, wir messen ihn gleich mal im dritten Gang, ob sich da irgendwas Grundlegendes ändert. Kann sein, dass wir dadurch vielleicht eine bessere Messergebnis bekommen. Ab 5500 Umdrehungen siehst du hinten, wie er wirklich anfängt zu spucken, dass er nicht hochdrehen will. Wollen wir mal schauen? Bitte Messung, mal schauen, ob wir die 116 knacken hier. Nee, guck mal, die Messung noch schlimmer. 10. Guck mal, jetzt ist die erste wieder gleich mit der. Aber andersrum, da sehe ich, jetzt wird die Achse langsam wärmer. Nee, der zweite Test war definitiv besser. Ich gucke, wie gesagt, am besten vergleichen lässt es immer auf der Radleistung. Da haben wir 76, 71, 79 PS. Wir machen jetzt mal was anderes. Wir haben den letzten Test. Wir machen jetzt mal im dritten Gang noch eine Messung. Da müssen wir jetzt nur einmal die Drehzahl hier anpassen im Feld 4. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also wieder ins Auto und nochmal. Marco, was hältst du denn von der Idee, dass ich hier V8 einbaue? Generell finde ich das gut. Ja. Ich habe mir immer bei diesen Modellen gesagt, ich mag die Kompressormotoren, die zum Beispiel 230 Kompressor, der klingt zwar scheiße, aber die sind effizient
und laufen gleich so schnell. Die gibt es ja auch in 193 PS oder hat 193 PS. Und ich finde, die finde ich in so einem Auto, ich persönlich fände es von der Effizienz her halt besser. Ja, klar. So ein V8-Motor, warum sprechen? Dann von Schalter auf Automatik umbauen. Dann musst du gucken, die Karosserie reinkriegen, den Kabelbaum. Also du hast dir auf jeden Fall was vorgenommen. Du musst ja die Tachoeinheit irgendwie ans Laufen kriegen. Genau. Wird auch nicht funktionieren, denke ich. Also du hast dir auf jeden Fall eine große Baustelle vorgenommen. Ich glaube, ich hätte es mir einfacher gemacht. Ich hätte mir einen 230 Kompressormotor reingemacht. Den gibt es aus der C-Klasse, aus dem CLK. Genau. Und da hast du, ich sag mal, 190 PS hier drin. Das fährt sich mit Sicherheit auch gar nicht so schlecht. Aber andersrum, wenn du natürlich einen V8 hast, in der Karosseriebombe, ist natürlich auch geil. Ich bin jetzt nicht so der V8-Fan, aber, ich weiß. Aber mich kannst du mit dem Turbomotor überzeugen, wobei ein V8-Motor auch nicht schlecht ist. Halt Hubraum, ne? 5 Liter. 306 PS haben die, ne? 306 PS. So, jetzt messen wir wieder im dritten Gang direkt Vollgas. Da wirst du merken, da wird er ganz locker in die Drehzahl jetzt reingehen, aber weniger kann er natürlich machen. Also jetzt bis 6,2, sag ich mal, gedreht. Und wollen wir mal gucken, ob es jetzt ein anderes Ergebnis gibt, dass er nicht so eine hohe Verlustleistung hat. Aber an sich, denke ich, wird es ähnliche Ergebnisse rauskommen. Weil der Motor kann jetzt nicht auf einmal mehr Kraft haben. Sei denn die Bremse würde hängen. Zumal jetzt fällt mir auf, rollt er sehr schnell aus. Das bedeutet, dass die Verlustleistung sehr hoch ist, dass also definitiv hinten deine Bremse hängt. Das ist natürlich schwierig, weil er kann ja nicht. Die Kraft geht natürlich in die Bremse auch verloren. Aber wir werden es jetzt sehen, wenn wir uns das mal anschauen. Oh, guck mal, siehst du, da hast du auch wieder kein anderes Ergebnis. Sind wir sogar noch bei 107 PS. Und das ist das, was ich dir sage. Der Motor braucht halt seine Kraft zu entfalten. Umso länger die Übersetzung, umso besser kann der Motor, also kann er genauer messen. Also an der Leistung hat sich hier fast zu null verändert. Genau. Wenn wir jetzt einen ganz normalen Golf 6 hier draufstellen oder von mir aus ein 1.4er Polo oder was auch immer, die haben zu 90% immer ihre Serienleistung und bestätigen das auch darauf. Ja. In dem Fall ist halt die größte Messung, die wir haben, hier die 116. Das ist unsere beste Messung. Die zweite. Und die zweite, wo du sagen kannst, da auf 176 Newtonmeter, das Diagramm sieht wunderschön aus, also da kann man nichts gegen sagen. Und der Motor hat da auch am meisten seine Kraft. Also fand ich sehr richtig. Ich habe 118, glaube ich, gesagt. Einer von euch hat 116 gesagt. Einer hat 116 gesagt. Genau, also ich, so ist auch das Ergebnis, zum Beispiel Audi 5-Zylinder, die haben 136 PS oder 133 PS. Die haben alle, wirklich, wir haben über 30 Autos mittlerweile gemessen. Ja. Der stärkste hatte 125 PS. Krass. Und im Schnitt haben die alle zwischen 115 und 119. Deswegen habe ich mich, wie 5-Zylinder Audi, mich mit der gleichen Einschubsanlage daran orientiert. In dem Fall ist das halt deine stärkste Messung. 116. Du hast gesagt, die streuen runter. Du hast sogar gesagt, gehabt, bis zu 20%, glaube ich. Ja, unser Vermieter, der Björn Pieper, dem sein Vater hat früher Mercedes-Tuning gemacht. Ja. Die hatten auch einen Prüfstand hier. Da habe ich gefragt, warum hattet ihr den Prüfstand früher schon? Ganz einfach, weil die Leute, wenn die Tuning gemacht haben, haben die 190er, 126er oder 124er Mercedes oder woran auch immer, haben die Wagen immer vorher eine Eingangsmessung gemacht, so wie wir jetzt, und sehen 116 PS. Ja. Dann unter Tuning gemacht, dann hat das Auto vielleicht 135, 140 PS gehabt. Und angenommen, der Kunde wäre zu einem anderen Prüfstand gefahren, hätte 10.000 Mark oder 15.000 Mark für bezahlt und hat 4 PS mehr, dann sagst du ja auch, das kann ja was nicht stimmen. Somit haben sie es vorher zu nachher verglichen. Genau. Weil die immer wussten, Mercedes komischerweise hatte früher schon nie ihre Serienleistung. Ja, das ist schon krass. Ich denke, es liegt an der Einspritzanlage. Das ist genau das gleiche wie bei Audi. Und Verdichtung. Wenn du das Auto in der Verdichtung erhöhst, wird er auch mehr Leistung haben. Aber gut, du gehst ja an den Motor gar nicht dran. Für dich war es ja immer interessant. Wie fährt, das ist wahrscheinlich ein Fabio Mann, wie fährt sein Auto mit 116 PS in dem Fall. Genau. Und wenn du den nächsten V8 da drin hast, die haben 306 PS. Ich glaube, die streuen auch leicht nach unten. Wir haben da ein CLK zum Beispiel vorne stehen, dann 320. Den wollte ich die Tage auch mal auf den Prüfstand stellen. Der hat 218 PS. Und meine Vermutung ist, dass der so um die 190 PS hat. Ich gehe davon aus. Rein theoretisch könnten wir uns mal den Spaß machen und CLK machen, aber das interessiert mich nicht gerade auch persönlich. Da wir jetzt Mercedes hier vergleichen. Hast du auch mal einen Referenzwert, dass du das genau, also das will ich auch gerne sehen. Wir haben hier einen 36 Jahre alten Mercedes. Der jetzt, sag mal, 15 PS. Also knapp bis 20 PS. 25 PS, ja. Das ist nichts. Das ist perfekt. Finde ich. Und ich sage dir, wo der neu war, hatte der auch nicht viel, viel mehr Leute. Also das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern das liegt wirklich in dem Falle bei dir an deiner Einspritzung. Also gehe ich voll aus. Aber das wollen wir so nicht herausfinden. Da kommt ein Vorort rein. Ja, der macht Kraft in der Nacht. Wieso ist es? Also wir haben hier 116 PS, das war das Beste, 176 Newton, 116 PS und
Ich sage euch, das wird sich hier komplett ändern. Der Marco holt gleich den 320er CLK mit 218 PS. Er will uns einmal mal zeigen, dass Mercedes generell immer runterstreuen. Und er hat ja gerade getippt, 190 PS tippt er. Also das wird spannend. Das sehen wir uns gleich mal an, ob das auch so stimmt. Geil. Ich habe den Motor früher im CLK gehabt. Also das ist ja ein CLK. Ich habe das aber als Facelift gehabt. 2003 Auto. Habe ich über 2 Jahre gefahren. Ich war sehr, sehr zufrieden mit dem Motor. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die überhaupt kaputt gehen. Nee. Ich glaube, das sind noch echt gute. Und ich glaube, die neueren Mercedes-Motoren haben dann auch schon Probleme mit Steuerketten und. Ich sag mal, du hast halt manche Autos laufen, manche nicht. Entweder hast du ein Montagsauto. Du steckst halt nicht in keinem Auto drin. Das ist so. Das ist so. Aber die Motoren kenne ich auch selber von mir. Ich habe hier sehr viele Kunden, die das haben. Die sind eigentlich sehr, sehr robust und langlebig. Also echt 400.000, 500.000 ist bei den Motoren nichts. Ich wollte gerade sagen, ich kenne die auch als unter sehr, sehr guter Autos. Genau. Ich bin auch mal gespannt, was der an Leistung hat. Das hat mich interessiert, weil ich fand den Motor damals, wo ich so ein Auto gefahren bin, immer als leistungsstark mit seinem V8 PS. Der fühlte sich immer gut an. Aber das ist das beste Beispiel, 1,8er Turbo. Ich glaube, hast du ja auch irgendwas davon. Genau, ne? Genau. Guck mal, hier ist ein 1,8er T drin, Serie, 150 PS. Der Wagen hat 300.000 gelaufen. Haben wir gemessen, 153 PS. Also 1,8T. Ne? Genau, aber ganz Serie das Auto, nicht verfummelt wieder, der 3 PS mehr wie Serie. Also wir haben so viele 1,8er Turbo gemessen, wenn die Serie sind, laufen die gut. Und dann haben wir welche gehabt, die hatten brutale Software, da laufen sie super schlecht. Habe ich ja gesehen. Gibt welche und es gibt welche, die haben, ich sag mal, eine 0815 Software drauf und die läuft dann echt Bombe. So, 1 Liter Öl, das können wir auf jeden Fall nicht geschadet haben. Ah, habt ihr gesehen hier, 1,8er hier. 300.000 gelaufen und sogar 3 PS mehr. Original. 180. Ah, 180, okay, komm. Du? 192. Ich sage 197. Hier haben wir 141 PS plus 60 PS Radleistung, sind wir bei 200 PS. 220er, 218 hat der Serie. Ich habe gedacht, streuen leicht nach unten, sind 190 PS. Der läuft jetzt in dem Falle echt gut, muss ich auch sagen. Fühlt sich auch gut an. Genau. Einfach mal warm laufen lassen, aus der Ecke geholt. Der hat noch nicht viel gelaufen, 135.000. Also ich schätze mal, hier wird einer mal behutsam gefahren sein. Ich finde, die Serienleistung sieht sehr nah. Aber deswegen würde ich mir nie Gedanken machen, wenn so ein Mercedes 20 PS, 30 PS mal weniger. Ich habe ganz viele AMG-Fahrer hier gehabt, C36, C43, C55, alle, wirklich, alle deutlich, teilweise 50 PS weniger. Ja. Und dann sind die natürlich hier sauer, weil sie sagen, das kann ja nicht sein wegen Verlustleistung, da stimmt dir was nicht, das Ergebnis falsch. Da habe ich den Raphael schon angerufen, weil ich da auch sagte, hör mal, der sagte, Marco, nee. Die streuen alle, sagt er, es liegt immer, je nachdem, wie du guten hast. Ich habe auch zum Beispiel zwei 390er hier schon gehabt, die hatten einen Umbau zum Beispiel, der hat Raphael noch ein Video drüber gemacht. Der war hier auf dem Prüfstand, der Motor hat serienmäßig 220 PS, glaube ich, dieser M103, und der hatte 245 PS. Ja. Also deutlich nach oben. Allerdings auch wieder Verdichtung und so gemacht. Ja, hat ein bisschen was gemacht. Aber geiles Teil. Der V8 wird natürlich noch krasser vom Drehholz sein. Aber du siehst, die 306 PS wird er nicht haben. Aber ich tippe so zwischen 270 PS. Aber wenn du 270 PS in einem 124 hast, dann kannst du kaum fahren. Ja. Und ich bin mal gespannt, was da am Drehmoment kommt, weil ich glaube, die haben 480, 450. Genau, 400, ich glaube, noch deutlich über 400 Newtonmeter. Ja. Und ich glaube, der Umbau wird schwierig. Also ich bin gespannt, ob du ihn meisterst. Der wird schwierig. Ich glaube, weil ich, wie du schon selber sagst, der Low-Budget-Typ bin, ich hätte den 32 Kompressor irgendwo geschlachtet, Motor rein und wüsste, eine Woche später wäre ich wieder hier gewesen und damit laufen. Ich bin mal gespannt, wie viel Zeit vergeht zwischen dem heutigen Tag, wie es da wieder mit dem Spaß geht. Da bin ich auch mal gespannt. Denkst du, dieses Jahr nicht mehr, ne? Also Abfahrt. Du machst ja so, wie du Zeit und Lust. Genau. Perfekt, so ist es auch am besten. Ja. Also unter Zeitdruck funktioniert meistens nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei deinem Projekt und danke, dass du da warst. Ich danke dir. Sehr gerne. Ciao. Ich hoffe, dass da nicht so lange wieder der Freund kommt. Naja. Dritten Gang beschleunigen. Otto. Das ist gerade Schildkrötenrennen. Lässt sich doch geil fahren. 116 PS hier. 150. 160.
270. Jetzt müssen wir schon abbremsen. Oh, guck mal, wie er nach rechts zieht, ne? Tachonadel weiß nicht, wo wir sind. Er sagt, der Reserve, kein Reserve, doch. Komm, ich verarsch dich. Doch, Reserve, doch nicht. Das wissen wir nicht, das ist das Geile. Also, wir haben jetzt noch gute 12 Kilometer nach Hause. Mal schauen, ob wir nach Hause kommen. Der Mustafa hat gewonnen gehabt, was haben wir gesagt, 20 Euro. Wir machen das so, komm, 10 du und 10 der Ali, okay? Ja, wir waren aber alle nah dran, dieses kleine Stückchen V8 M113 hier einbauen. Das werden wir machen. Ja, die Tage. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Kraft. Bis dann. Bleibt gesund.